Moin Moin und ja, ich klopfe schon wieder auf den Stein rum, das ist irgendwie korrekt. Willkommen zurück bei 7 Days to Die Alpha 20. Ja, ich klopfe den einen Stein noch weg und ich glaube, dann habe ich diese 5000 Haltbarkeitssteine, alle, die im Weg waren, beziehungsweise die mein Auge stören, beseitigt. Es kann natürlich sein, dass ich mich gleich umgucke und noch mehr entdecke und das ist dann ziemlich deprimierend. Aber ja, jeder Fortschritt ist ein Fortschritt und das ist das Einzige, was gerade zählt. Irgendwann sind wir fertig. So, und zack. Oh, da unten ein Gegner. Da unten war ein Gegner. So, guck mal, haben wir hier die Fläche? Boah, wunderschön. Ja, so gefällt mir das. Und da ist ja noch einer. Ich treffe ihn. Ah, ich sehe gerade, ich habe das Twitch-Gedöns noch an. Ist jetzt natürlich während der Aufnahme eigentlich überflüssig. Aha. Ja, es kann sein, dass jetzt bald dass irgendwelche Abstimmungen nebenbei passieren. Jetzt hier zum Beispiel. Wird ja, glaube ich, jetzt zufällig entscheiden, was los ist. Ich kann doch pausieren, ne? Ich kann auch alles pausieren, genau. Dann haben wir das in der Aufnahme jetzt nicht mit drin. Also, kann ich es nicht einfach deaktivieren? Beach. Ben. So. Dann sieht man es auch nicht mehr. Ich sollte essen und trinken. Das heißt, ich suche mir mal Essen und Trinken raus. So viel ist tatsächlich gar nicht mehr da. Ich habe jetzt hier nochmal 10 verkohltes Wildbret. Besser als nix. Dazu dann erstmal wieder ein Mineralwasser. Dann, also Flüssigkeit sind wir jetzt bei 50 Bonus. Das dauert natürlich noch, bis das. Ja, unsere Flüssigkeit ist fast leer. Also ich habe jetzt schon wieder recht viel Zeit verbracht, einfach während ich hier drauf umgekloppt habe. Deswegen sehen die Werte gerade so suboptimal aus. Das heißt, ich trinke da nochmal einen Saft hinterher. Vielleicht noch einen goldroten Tee. Und einen roten Tee. So, Flüssigkeitshaushalt geregelt. Essen 52, ja, passt schon. In meinem Inventar befinden sich noch komische Dinge, die nicht da sein müssten. Zack, weg damit. Rohstoffe, zack, weg damit. Die 9mm Munition packe ich auch mal weg. Und schon haben wir die nötigsten Dinge dabei. Und können los. Ich würde gerne bei der Händlerin hier bei uns mal gucken, also bei Yen. Ob sie hier eine Stufe 4 Quest hat, weil ich würde gerne mal einen ersten Blick mal auf eine Stufe 4 Quest werfen hier. Aber wenn ein neues Gebäude bei ist, das wäre schon nice. Das wäre eine geile Beschäftigung. Natürlich werde ich vorher noch, wenn ich ganz zufällig Zombies anfahren sollte. Blöde Sau! In etwa solche Tätigkeiten übernehmen. Den habe ich jetzt irgendwie versehentlich nicht angefahren. Er stand einfach weiter rum. Also eigentlich eher so peinlich, aber ist okay. So. Schön, Revolver in der Hand. Oh, gibt's. Ah, okay. Der Automat hat auf jeden Fall ein neues Inventar. We've got the best prices in the wasteland. Du kriegst morgen dein neues Inventar. Das ist in Ordnung. Oh, ich könnte eigentlich diese Panzerplattenmod noch gebrauchen. If I had a Duke for every time so, Aufgaben. Stufe 4. I'd be as rich as Trader Joel. Abholen, säubern. 186 Meter. This is the best way to get Dukes and rewards. Rural Drive-In. Okay. Okay. Be careful and machen wir. Get yourself killed.
Mir ist jetzt gerade übrigens auch aufgefallen, ich hatte jetzt gerade einen ganz frischen Kommentar hier unter dem Video, wegen Stufe 2 Taschenmods. Die habe ich ganz vergessen. Wir könnten uns Taschenmods machen. Das habe ich total verdrängt. Hier, Doppeltaschenmod für Kleidung. Wir haben ja mittlerweile alles da. Ich könnte mir davon jetzt ein paar machen. Dann haben wir mehr Inventar. Immer noch keinen Mantel. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier 4 Slots nochmal holen. Dann würden wir hier schon fast die nächste Reihe voll haben. Das kommt mal auf die To-Do-Liste. Alter, es leckt. Ihr seht auch gerade den Pixelmatsch, ne? Da schon wieder schief gelaufen. Ah. Ich hoffe mal, das fängt sich gleich nochmal. Das muss ich alles nochmal neu starten. So. Okay. Screenshot. Pixelbrei ist ja gerade anstrengend, ne? Einfach mal. Hier machen wir mal eine tolle Statistik mal wieder an. 40 Frames? Oh, der CPU läuft gerade recht heiß. Ich höre einen Geier. Da vorne. Jetzt guck mal, die Pixel sind wieder da. Hoffen wir, das bleibt so. Na, vielleicht finden wir wieder eine coole Pistole im Klo. Spannend. Oh, also mit einer Stahlschaufel bräuchte ich jetzt auch nur noch einen Schlag. Wie geil ist das denn? Nehmen wir mal schön mit hier. Das Gebäude ist auch neu, oder? Also zumindest sagt mir das gerade absolut nichts. In 2 Meter Entfernung, warte mal. Das nehme ich mit. Auch wenn es jetzt nicht mehr dumm ist, mich dafür durchzukloppen. Danke. Habe ich zumindest schon mal die Vorräte. Oh, herrlich.
Mama's Justice. Okay. Ach, gucke mal. Kann es sein, dass die Stufe 4 Quest für nächtliche Stromanschalten dieses Gebäude hier ist? Zumindest ist dafür alles vorbereitet hier. Alter. Ist auch nicht zum Abbauen gedacht. Ein paar Blöcke, schön. Einer nach dem anderen, bitte. Oh oh. Gut. Oh, guck mal, was da drüben alles los ist. Geil. Okay, nehmen wir mal Magnum Sniper. Der Kopf ist ab. Ach, Ausdauer, stimmt. Kostet ja Ausdauer ranzuzoomen. Gutes Gespräch. Waren hier drüben die Vorräte, aber ich weiß gerade gar nicht, wie ich da hinkommen würde. Vielleicht muss ich ja erstmal hier drüben. Wahrscheinlich ist da der Endloot drin in dem Ding, ne? Das ist gut möglich. Da ist vielleicht irgendwo anders noch ein Schalter, um die Seite aufzumachen. Das wäre natürlich mal ein cooles Konzept. Oh, hier drüben gibt es sogar einen Keller. Sehr schön. Also an dem Gebäude habe ich jetzt schon mal sehr viel Spaß. Einfach alles so neu und anders ist hier. Oh, Dietrich und Reparaturkit, ein Träumchen. Zack, zack. Bräuchte einfach noch mal einen Mantel. Der fehlt mir gerade irgendwie. Noch ein Generator. Oh, ob das als Stufe 4 Quest mehrere Generatoren wären? Interessant. Wahrscheinlich auch Generatoren aktivieren und säubern. Da ist der Schalter. So, jetzt habe ich ein paar Türchen aufgemacht, glaube ich.
LKW zählt nicht dazu. Mal sagen, wir gucken trotzdem rein. Ist ja zum Glück für uns gerade nicht mehr so kompliziert, da ranzukommen. Leute. Ich weiß nicht, die lernen es nicht, ne? Ja! Hey! Rot bleiben! Ich habe das Gefühl, hier gibt's einen Schalter für. Sonst wären hier gerade nicht so viele Zombies drin. Das ist okay. Das hab ich ja wieder richtig gut gemacht. Stahlvorschlaghammer. Na. Ah. Der Schalter zufällig einfach an dir dran. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Da drüben das Tor ist auch noch geschlossen. Dann suchen wir mal weiter. Interessante Pose. Ich glaube, man musste sich hier tatsächlich aufkloppen. Außer es gibt dafür irgendwo einen Schlüssel. Ein Schlüsselbrett zum Aktivieren. Das wäre cool. Können wir mal vor dem Gebäude gucken, ob da vielleicht einfach ein Schlüsselset ist. War das? Ne, es war Stahlknüppel, ne? Stahlwerkzeug. Schade. Motorwerkzeug fände ich jetzt etwas geiler. Lass mich raten, Kaffee? Hey, ich habe Kaffee gefunden. Juhu. Überraschung. Hier? Schön. Okay. Die haben mich jetzt ein bisschen erschrocken. Ist okay. Oh. Komm, einfach weil wir es können, machen wir mal die Werkzeuge fertig. Zack. Zack. So. Bei den nächsten Skillpunkten müsste ich wieder mehr drüber nachdenken. Ja, der scheint tot zu sein. Und ich denke gerade so, dadurch, dass ich jetzt mir gerade dieser Mantel eigentlich noch fehlt an Kleidung. Ich habe jetzt schon öfter mal Kleiderschränke einfach stehen lassen, weil ich dachte, hey, Kleidung brauche ich eh nicht. Aber jetzt so, mir fehlt noch ein ganzes Kleidungsstück. Also doch, ich brauche noch Kleidung. Was ist so, boah. Dumm gelaufen.
Schön hinsetzen auf den Stuhl da. Hat ja fast. Naja, fast, ne? Für ein Zombie. Hatte ich auch noch einen Lootsack liegen lassen, ey. Wollte schon wieder runter in den Tresor. Wow. Gut, das empfinde ich als gute Ausbeute. So, der hier hat nur 2500 Life. Das ist so. Den habe ich recht schnell durchgekloppt, dafür würde ich jetzt eigentlich nicht mehr auf die Idee kommen, Dietrich zu verwenden, für diese kleinen Tresore. So, und offen. Dreier Eisenspeer. Oh, Magnum-Munition. Oh. Schön. Haben wir das auch? Oh, jetzt können wir hier oben weitermachen. Draußen regnet's. Okay. Nächster Schalter. Jetzt ist er offen. Ha! Und da auch. So. Wo führt das jetzt hier hin? Loot! Ja, erstmal. Nervt mich nicht. Ich hab hier was zum Looten. Noch mehr Magnum-Munition. Oh, geil. Jetzt haben wir auch endlich mal über 100 Schuss. Es geht nicht in meinen Revolver, oder? Mit Pistolen, ja, hab ich. Ja. Ich dachte, ich kann ja mal fragen. Oh, trinken wir? Dann haben wir die Gläser noch zu mitnehmen. Warum müssen wir hier die Kisten aufmachen? Also, mein Inventar ist jetzt schon voll. Zu voll. Das heißt, da muss ich gleich mal aufräumen. Das fällt mir jetzt damit ja gar nicht so schwer. Oh. Ach schade, das wäre natürlich der perfekte Moment für so einen Hidden Stash gewesen. Ja. Boah. Gut, dass ich Dietrich hier dabei habe. Also auf 10.000 Haltbarkeit, das würde ich jetzt auch noch hinkriegen. Es ist ja tatsächlich gut machbar, aber das hätte jetzt gedauert. Das wäre unschön. Gut, hätte ich raussteigen können. Das wäre jetzt in dem Moment kein Problem. Aber ich hätte jetzt keine Lust dazu gehabt. Danke. Dafür habe ich das jetzt gemacht? Echt jetzt? Verband, der tut nicht Not, streng genommen. Die kann ich essen.
Nehmen wir Band auch noch mit. Lohnt sich das hier, die Steine noch für irgendetwas mitzunehmen? Nicht so, ne? Auch die zwei Gammelfleisch, damit kann ich auf jeden Fall mehr anfangen als mit 16 Steinen. Nö, dann lass die Steine hier. So. Jetzt würde ich gerne nochmal drüben in den Raum gucken, wo... wo der Vorrat drin war, den wir holen mussten. Weil, vielleicht ist da ja noch mehr Loot versteckt. Und es fehlt auch noch Gegner. Ah, ich muss da sowieso hin, weil da noch ein Gegner ist. Mindestens einer. Geiles Gebäude mit diesem Konzept hier. Von Bereich zu Bereich, Schalter, Leinwand. Ach, das ist ein Kino. Das ist ein Autokino. Oh Gott. Cool. Sieht jetzt nicht unbedingt nach noch mehr Loot aus. Aber gut, ich kann auch Pflastersteine rausholen. Du bist eben erst gespawnt. Du cheatest. Der Zombie cheatet. Das ist doch noch Loot. Aha. Die lassen sich im Zweifelsfall ganz gut verkaufen. Oh. Hat sich auch gut verkaufen lassen, beziehungsweise ich könnte es auch lernen, da gibt es minimal EP. Du eignest dich für nichts gut. Also eigentlich würde ich dieses Buch noch gerne mitnehmen. Aber ich glaube, lese es einfach. Habe ich 82 EP bekommen. Wuhu! Vielleicht schaffen wir sogar noch die Quest abzugeben. Sind hier nur 200 Meter. Mhm. So, muss das überladen. Aber wir haben ja noch Taschen. Ja, ich kann ja noch Taschenmods machen. Oh mein Gott, ich habe das total vergessen, dass ich den, dass wir das schon können. Oh. Natürlich geben wir erstmal Quest ab. Einfach aus Prinzip. Taschenmods können wir uns in der Nacht noch craften. Quests abgeben, in der Nacht ist nicht drin. Das ist jetzt die Argumentationskette. Ich finde, sie ist schlüssig. So. Und ich habe auch gerade gesagt, ich kann Scheinwerfer verkaufen. Lass uns das doch einfach gleich mal machen. Hallöchen, Jen. We're running a 10% off sale for Fünfer the Stahl. Oh, ein 6er Militärhelm. Ah. Ich glaube, ich nehme die Stahlaxt. Inventar sehen hier. Das behalten. Darfst du behalten. Eisenspeer, darfst du auch behalten. Auch noch hier mal durch. Du hast natürlich noch nichts Neues bekommen. Würde ich mal gerne wissen, hast du noch die Nachtquest? Downtown Stripland, okay. Country Town Business. Okay. So disappointed in you. Well, maybe next time. Oh Mann. Die gute Lady ist ja ganz schön anspruchsvoll.
Aber soll jetzt nicht mal. Soll ja unser Problem jetzt nicht sein. Hier ist schon wieder Pixelmarch. Was ist denn hier los bei der Händlerin? Schätze, hätte ich die dynamische Auflösung nicht an, hätte ich hier wahrscheinlich einfach Standbild, so nach dem Motto. So, ab nach oben. Oh, beziehungsweise nicht essen. Geld kann hier rein. Oh. Jetzt gehe ich trotzdem für hier Daumenkino. Mal alles rein da. Rein da. Rein da. Zack. Werkzeug, zack, zack. Deckteile. Mods. Haben wir hier ein bisschen Ordnung in dem Ganzen. Zack, Essen kann ich so machen. So, wir brauchen denn für diese Taschenmods Lederklebeband Stofffetzen. Leder. Stofffetzen. Klebeband. Und die Dinger. Doppeltaschenmod. Machen wir einfach mal direkt drei Stück. Weil irgendwann haben wir bestimmt auch einen Mantel. Kann ich einen Mantel selber herstellen? Nö. Nadel- und Fadenband 5. Auch der wäre ja nicht schlecht. So, das heißt, ich kann jetzt... Verändert. Hey, mehr Slots. Woo! Ist hier auch. Eine Tasche in die Brille, wer kennt's nicht? Oder eine Zigarre? Nee. Hier verändern, Doppeltaschenmods. Also eigentlich sollte der Striker irgendwann vielleicht doch mal wieder mitmachen. Kann ich die Dinge ja komplett für ihn auch mit vorbereiten. Das heißt, nochmal drei für ihn. Dann haben wir das. Perfekt. Ich habe das total vergessen. Also nochmal vielen Dank für den Tipp. Also für den Hinweis. Das war so... Oh. Genau, manchmal echt vergesslich. Zack, zack. Brauche ich eigentlich nur noch für Rüstung ein bisschen was? Also zwei kriege ich noch so. Das heißt, ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 weitere Slots. Was... Kein Problem ist, weil hier kann ich noch was reinmachen. Hier kann noch... Ja. Es gibt diese Mods hier bis dreifach, glaube ich. Bauplan. Ah, hier. Ich brauche eigentlich nur Bauplan. Geht ja bis dreifach hoch. Das heißt, wir kriegen das gesamte Inventar definitiv wieder voll. Ohne, dass ich auch nur einen Punkt in Hackmühl hier investiert habe. Wo ist das denn? Hackesel. Das ist so in Vanilla. Es ist... Gut, wenn man kann sich ja umskillen. Kann man am Anfang ruhig auch hier was reinpacken, einen Packesel, aber ich denke mir, jedes Mal ist es Verschwendung, diesen Skillpunkt da reinzumachen, weil ich einfach alles, was dieser Skill mir bringt, mit Mods für Kleidung und Rüstung lösen kann, weil einfach nur mehr Slots. Das ist so. Krieg ich auch so geregelt. Schön, da haben wir das Wort zum Sonntag geklärt. Das heißt, wir haben drei für den Striker, eins für mich. Sollte ich irgendwann mal einen Mantel finden? Aber ich muss mich jetzt halt mal merken, dass ich mal wieder in die Kleidungsgerätschaften reingucke. Oh, guck mal, hier ist ja noch... Der muss weg. Aber das mache ich alleine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute Abend ist Stream. Wenn ihr Bock habt, kommt super gerne mit dazu. Also, jetzt Dienstag. Für die Leute, die es direkt am Tag des Releases gucken. Und dann würde ich mal sagen... Man sieht sich. Ciao.